Automatikmodus. Ein Podcast über Fotografie. Fotografieren lernen. Heute stellen wir verschiedene Kameras vor. Herzlich willkommen zu Automatikmodus, dem Podcast über Fotografie. Unser Motto ist Fotografieren lernen und wir beide sind einmal die Nike. Hallo. Und mein Name ist Gregor und wir versuchen euch jetzt zu erklären, wie man eigentlich Fotos macht, auf lange Sicht gesehen. Wir planen diesen Podcast Automatikmodus regelmäßig, sodass ihr nach und nach etwas über Kameras lernt und über Fotografie und zwar hinterher kein Fotograf seid, aber zumindest doch schon mal bessere Urlaubsbilder macht als der Nachbar von nebenan. Oder? Jawohl. Ja, oder richtet sich ja eigentlich auch an alle, die sich so ein bisschen dafür interessieren. Sind ja doch einige. Also seit es Digitalkameras gibt, ist dieses Hobby Fotografie ja so richtig geboomt. Ich weiß gar nicht, erinnerst du dich noch an Analogfotografie? Ja, auf jeden Fall. Hast du das noch gemacht? Nein, ich selber nicht. Fand es aber schon immer sehr, sehr spannend, gerade auch die Fotos in der Dunkelkammer dann selber zu entwickeln. Das war schon cool damals, auf jeden Fall. Ja, also ich habe auch noch mit, ich glaube, 7 oder 8 Jahren habe ich meine erste Kamera gekriegt, den ersten Film auch am Geburtstag noch voll geknipst. Und oh, cool. Dann war er voll und dann mache ich die Kamera auf und ziehe den Film da so raus, gehe damit zu meinen Eltern, hab den Film so in der Hand, das kräuselte sich nur so einen halben Meter runter und sag so, der Film ist voll, bitteschön. Und alle fingen an zu lachen und ich habe gar nicht verstanden, warum. Ja, das war meine erste Fotografie. Naja, daraus hast du aber gelernt. Ja, den zweiten Film, den habe ich dann auch innerhalb weniger Tage vollgekriegt, aber den habe ich dann nicht aus der Kamera selber rausgezogen. Wunderbar. Ja, aber Analogfotografie ist auch gerade wieder so im Kommen. Ja, das stimmt. Ja. Ich würde auch irgendwann gerne mal eine Folge machen mit jemandem, der das macht, den wir mal einladen können. Oder cool, ja, das wäre, ja. Weil wir beschränken uns in diesem Podcast doch eher aufs Digitale. Genau. Beziehungsweise es gibt auch Dinge, die eigentlich gleich sind. Also wie man eine Kamera einstellt, ist ja in der analogen ähnlich. Also gerade was das mit dem Objektiv alles so angeht. Ja, genau. Oder überhaupt Optik. Kann man auch mal eine Folge zu machen. Was ist eigentlich Optik? Gute Idee. Du fotografierst aber auf jeden Fall schon mehr als ich, obwohl ich schon länger fotografiere. Ja, genau. Also ich habe auch ich habe mit einer Digitalkamera angefangen, mit 10, glaube ich. Und der ist mir dann runtergefallen, leider direkt aufs Objektiv und war dann kaputt. Hm. Genau. Und mit 14 hatte ich das erste Mal die Spiegelreflex von meiner Tante in der Hand. Und fand es super, super spannend, einfach zu sehen, wow, der Hintergrund ist unscharf und das Motiv, was du fotografierst, wird so scharf und so detailgetreu. Und ich wollte dann unbedingt auch eine haben, einfach weil mich das wahnsinnig interessiert hat. Und habe bei meinen Eltern gebettelt, dass ich sie zu Weihnachten bekomme. Aber sie haben gesagt, nein, du sparst ein bisschen und kaufst sie dir selbst. Und dann habe ich wirklich alles Taschengeld, was ich gekriegt habe und auch Geld zu Geburtstagen und Weihnachten gespart. Und habe mir, glaube ich, ein Jahr später, glaube ich, habe ich sie mir dann gekauft. Und ja, da war dann vor mir nichts mehr sicher. Also egal, ob das Familie war, ob das Blumen waren, Deko war. Also ich habe wirklich alles fotografiert. Weißt du noch, was das für eine Kamera war? Das war eine Canon EOS 500D. Also jetzt auch nicht eine Einsteiger-Spiegelreflex. Nee, genau. Also genau, schon mal so ein Stück weiter. Ein Stück weiter, ja, so eine Amateur-Hobby-Kamera war das schon auf jeden Fall. Aber die machen ja auch gute Fotos. Also ja, ist jetzt nicht abwertend, dass es keine Einsteigerkamera ist. Also selbst die Einsteigerkameras. Ja, ich sag mal, wie ich zum Fotografieren gekommen bin. Genau. Zur Konfirmation gab es dann die nächste Kamera.
Eine Konica Minolta Digitalkamera. Also nichts Spiegelreflex, so mit Display und so. Das war ja dann auch erstmal modern. Ja. Wobei, stimmt gar nicht, vorher habe ich die von meinen Eltern vollgeknipst, die eine Auflösung hatte von 800x600. Oh. Und hatte eine 2 Megabyte SD-Karte. Ist hier Opa erzählt vom Krieg, ne? Und ja. Hatte auch null Zoom und auch kein Digital-Zoom, schon mal gar nicht. Und meine hatte dann schon mal so ein bisschen und so, konnte auch Videos. Aber die habe ich dann auch kaputt gekriegt. Ich hatte die mit einem Päckchen Vanillezucker in der gleichen Hosentasche. Und dann hat sich der Vanillezucker den Weg in die Kamera gesucht. Naja, und dann war halt irgendwann rum. Ja, und dann irgendwann so eine, ich weiß gar nicht, die liegt hier irgendwo rum. Kodak irgendwas, Digitalkamera, hat aber überhaupt keinen Spaß gemacht. Ständig war der Akku leer und dann hatte ich irgendwann überhaupt keinen Bock mehr aufs Fotografieren. Dann wurden die Handys irgendwann besser. Naja, komm, reicht auch. Und dann hatte ein Kumpel von mir eine Canon 1100D, also eine Einsteigerspiegelreflexkamera. Ja. Aber ich fand die interessanter wie er und wir haben gemeinsam so Fototouren gemacht und dann habe ich ihm aber eigentlich Fotografieren beigebracht, ohne selber viel zu wissen. Das, was ich konnte, habe ich ihm gezeigt. Dann habe ich mal gegoogelt, na, wie geht das hier so mit Langzeitbelichtung und pipapo. Und habe ihm dann erklärt, ja, versuch mal das. Und die Fotos wurden auch immer besser. Mhm. Bis ich irgendwann die Idee hatte, ein Buch zu schreiben. Das habe ich auch gemacht, und zwar über die Lahntalbahn. Das ist eine Eisenbahnstrecke zwischen Gießen und Koblenz, die damals noch sehr alt aussah und dann modernisiert wurde. Und ich dachte, das muss man jetzt irgendwie festhalten. Und dann habe ich mir tatsächlich die gleiche Kamera gekauft und bin halt losgezogen, cool. Habe Bilder gemacht, tatsächlich irgendwann auch das Buch rausgebracht. Dann irgendwann mal ein anderes Objektiv. Und ja, die ist dann mir irgendwann kaputt gegangen. Die hat nicht mehr ausgelöst. Ja, also hat irgendwie, ist dabei hängen geblieben im Auslösen und dann habe ich die mal ausgelesen, die Kamera. Die war wohl schon ums irgendwie 6-fache über ihrer normalen Lebenszeit drüber von den Auslösungen. Wow. Und dachte ich, gut, die hat ihr Geld verdient, ja, auf jeden kaufst Fall. Dir eine andere. Und jetzt, ich muss drauf gucken, wie sie heißt, die liegt nämlich hier bei mir. Das ist eine, wo steht denn das? Ach, hier, Canon EOS D, nee, EOS 750D, cool. Was jetzt ja auch schon mal einen Schritt höher ist. Ja. Und das Objektiv, was ich damals gekauft hatte, geht auf der hier auch. Ich habe die tatsächlich ohne Objektiv gekauft. Das gibt's, also dass man sich das einzeln kauft. Genau. Und ja, seitdem benutze ich die und bin mit der sehr zufrieden. Und ja, sehr schön. Nutze die auch seit mittlerweile schon 3 Jahren oder sowas, wow. Ja. Aber die alte hat bisher schon mehr Bilder gemacht, also die hat noch was aufzuholen. Aber die besseren habe ich mit der gemacht. Die hat sehr nämlich gut. Doch ein paar mehr Möglichkeiten. Ja. Und ich habe viel Züge fotografiert. Da habe ich dann anfangs mal mit diesem Sportmodus, also schnelle Bewegungen, aber ja. Dann relativ zügig gelernt, wie man dann doch da mit so einigen einigen manuellen Einstellungen ein bisschen was machen kann. Ja. Ja, du hast ja eher langsamere Objekte gehabt immer. Richtig, genau. Ich habe angefangen mit der People-Fotografie, also Freundinnen haben mich gefragt, oh, willst du mal ein paar Bilder von uns machen? Okay. Und so habe ich eigentlich angefangen, mich da ranzutasten und zwischenzeitlich bin ich dann in den Bereich Hochzeitsfotografie und in den Bereich Tierfotografie, gerade Pferde, gekommen. Und seit diesem Jahr war eigentlich relativ, ich sage immer, ein traurigeres Ereignis durch den Tod meines Opas im Januar kam ich dann drauf, dass ich sage, okay, er hat eine Werkstatt und er hat wahnsinnig viel gebastelt, gerade mit Holz sehr, sehr viel und auch mit Metall, weil er auch Schlosser vom Beruf war. Und hat uns super viel gebaut, unter anderem eine Ritterburg in den Garten gebaut und ein dreistöckiges Nostalgiekarussell. Och, mein Opa war ja auch Schlosser, aber sowas haben wir nicht gekriegt. Da hat er die Pferde selbst gegossen und die Lichtchen alle einzeln angebracht. Ich glaube, es waren 500 Lichter an dem Karussell. Also es war jetzt kein
großes Karussell, wo du drauf kannst, sondern Kunsthandwerk ist das ja dann eigentlich schon. genau, auf jeden Fall, genau. Und mir selber hat er einen kleinen Pferdestall gebaut, wo ich dann wahnsinnig viel mitgespielt habe. Also es war wunderschön. Ich habe sehr, sehr schöne Erinnerungen an meinen Opa. Bin ich auch sehr, sehr dankbar für. Und er hat ja eine Werkstatt bei uns im Keller. Und ich habe gedacht, hey, ich möchte so ein bisschen in seinen Fußstapfen treten und möchte Headpieces, also Kopfschmucke, gerade für den Bereich Fantasy erstellen. Und die sind wir gerade ein bisschen am Aufräumen, die gute Werkstatt. Also du bringst dir gerade Und Schlosserhandwerk bei. ja, naja, eher mit Warbler, das ist ein thermoplastisches Material, da denke ich, machen wir aber auch noch mal eine Folge drüber. Ja, gerne. Genau. Und so kam das, dass ich halt gesagt habe, okay, ich möchte in seinen Fußstapfen irgendwo so ein bisschen treten und interessiere mich auch sehr für Fantasy. Und da kam eigentlich von einem auf den anderen Tag, also eigentlich nachts, so der Gedankenblitz, was hältst du denn davon, wenn du einfach Fantasy-Bilder machst? Ja, und da habe ich mich jetzt zu entschieden und bin schon voller Ideen, mein Kopf sprudelt über und da freue ich mich schon drauf. Aber du hast jetzt noch gar nicht so viele Fantasy-Bilder gemacht. Genau, richtig. Ja, ich bin im Moment dran am Bearbeiten. Also es gibt verschiedene Fotografen, die auch ihre Bilder zum Bearbeiten zur Verfügung stellen. Die zeige ich jetzt nach und nach auf meinem Kanal, bis ich eigene gemacht habe. Und dann, genau. Also jetzt ab dem Wochenende geht's los. Da habe ich mein erstes Shooting, mein erstes Hexenshooting. Da freue ich mich schon sehr. Und ja, dann bin ich mal gespannt, was alles noch so folgt. Ja, da wirst du bestimmt auch uns immer mal ein bisschen auf dem Laufenden halten. Ja, Du klar. postest die bei Instagram oder wo findet man die? Richtig, genau. Also überwiegend Instagram auf Fantastic Moments Fotografie. Genau. Also ich habe dein Instagram-Profil verlinkt auf unserer Webseite. Unter den Wunderbar. einzelnen Folgen ist unten drunter immer, wer mitgemacht hat und da findet man dann auch Links zu uns und da Super. kann man dann auch auf deine Bilder kommen. Ich denke, dass Wunderbar, sich sehr der ein oder cool. andere die auch mal anschauen möchte. Ja, gerne. Aber hast du das denn mal irgendwie dir alles selber angeeignet? Oder hat es von Anfang an irgendwie gut geklappt mit dem Fotografieren? Richtig, ich habe mir die Fotografie tatsächlich selber beigebracht. Ich mache es jetzt seit 10 Jahren ungefähr, habe mir in 10 Jahren mich wirklich hingesetzt und habe gesagt, okay, du möchtest das Hobby machen, du möchtest für das Hobby aber keine Ausbildung machen, sondern habe mich hingesetzt, habe angefangen mit YouTube-Videos, habe mir dazu Bildbearbeitung angeguckt, habe tatsächlich damals angefangen mit GIMP, das war ein kostenloses Oh ja, kenne ich. Bildbearbeitungsprogramm. Müssen wir auch mal eine Cool. Sendung drüber machen. Also Ja, gerne. generell über Bearbeitung, aber auch über GIMP. Ja. Habe ich sogar schon mal eine gemacht. Kann man Cool. ja verlinken. Ja, cool. Genau, mit dem habe ich angefangen, habe mich durch die Ebenen gefuchst. Da gab es ja auch schon Ebenen, mit denen man arbeiten kann. Und bin dann über zu Photoshop, weil ich einfach gemerkt habe, hey, in Photoshop, du kannst so viele Sachen machen. Und ja, habe mir das mehr oder weniger selber alles beigebracht, auch die Fotografie. Ich hatte das Glück, ich hatte meinen Ex-Freund damals, der hat eine Ausbildung zum Fotografen gemacht. Der konnte mir noch sehr, sehr viele Dinge beibringen. Aber im Großen und Ganzen habe ich mir das Ganze selber beigebracht und habe es seit 2016 auch nebengewerblich angemeldet. Also, du machst das auch gegen Geld dann. Richtig, genau. Ja, ich fotografiere hier nur zum Spaß. Beziehungsweise, ich habe ja auch ein Gewerbe, aber ich habe auch schon Bilder verkauft. Ich mache ja Bilder von Zügen und da habe ich so hin und wieder mal Anfragen von Zeitungen oder so Eisenbahnfachzeitschriften. Oh, sehr cool. Und da ist so hin und wieder mal ein Bild drin. Und Das ist manchmal gibt es cool, dann ja, auch eine das. Kleinigkeit dafür. Ja, das wäre auch noch ein Ziel von mir, genau. Aber Buchschreiben ist sowas auch nicht schwer. Habe ich schon zweimal gemacht. Okay. Wenn man das selber so ein bisschen alles macht im Hintergrund und keinen Verlag richtig braucht. Aber gut, das ist ein Thema für sich. Genau. Aber Bildbände, das ist ja dann doch eine Sache. Das stimmt. Ja, Ja. heute soll es aber eigentlich um Kameras gehen. Ja, Wir richtig. wollten uns nur noch mal ein bisschen vorstellen und diesen Podcast. Ich sage noch mal drei, vier Worte zum Podcast. Also Automatikmodus heißt er. Ich mache sehr viele Podcasts, bündel die alle auf meinem Label podcastlabel.de. Und darunter fällt das hier auch. Das Ganze machen wir freiwillig. Wer uns aber unterstützen will, der findet auf der Webseite so einen kleinen Spendenbutton.
Da freuen wir uns dann, wenn wir uns dann auch mal ein Eis kaufen können. Genau. So gesagt. Ja, fangen wir an. Ach so, ich hatte so gedacht, dass wir das so alle 4 bis 6 Wochen irgendwie eine Folge rausbringen. Man kann abonnieren auch über die Webseite, dann verpasst man keine Folge. Dann gibt es auf dem Handy schöne Apps, die einem dann auch benachrichtigen, ah, neue Folge ist draußen, kann ich mir anhören. Beziehungsweise man stößt vielleicht zufällig auf irgendeine Folge und merkt dann, oh, da sind noch viel mehr und kann sie sich dann alle anhören. Genau. Gut, fangen wir an. Jawohl. Kameras. Was gibt es denn so für Kameras überhaupt? Also, wir haben ja eben schon mal gesagt, ganz grob, was für Arten. Genau, also es gibt zum Beispiel die normalen Kameras, die man an den Handys findet, Kompakt- oder vielmehr Digitalkameras oder auch die Spiegelreflexkamera. Gut, das sind so grob die 3 Kategorien. Genau. Schlecht, besser, gut. Genau, richtig. Fangen wir So da mal mit rum. dem Handy an. Ich würde fast sagen, die ist mittlerweile am meisten verbreitet. Hat Richtig. jeder, manche haben sogar 2 Genau. Handykameras. Genau. Ja, die meisten Handys haben sogar 2 Kameras und die unterscheiden sich ja schon sehr. Richtig, ja, gerade mein Freund auch. Also ich habe noch echt ein iPhone, das ist noch eine Kamera, wo ich mir denke, oh Gott, muss ich wirklich sagen, er hat schon teilweise eine Kamera mit Weitwinkel und, wo ich denke so, Am wow. Handy. Ja. Okay. Ja, der kann einstellen, dass er einmal Weitwinkel und einmal normale Funktion hat. Und auch abends, also bei wenig Licht, wo ich mir denke, huch, die macht ja echt ganz gute Bilder. So, also Ja. da meine am Handy, die Also, ist. was ich da mal feststelle, die Handys versuchen das ein bisschen zu kaschieren, dass sie schlechte Kameras haben. Und Ja. auch gerade das iPhone, wenn du dann mal so ein bisschen, also du machst ein Bild und zoomst dann mal ein bisschen ran. Da siehst du eigentlich, da ist überhaupt keine Struktur Siehst. mehr, das vermatscht alles im Hintergrund, Richtig. wo bei einer richtigen Kamera halt unendlich viel Bildrauschen wäre, also im Vergleich Genau. zu so einer schlechten Kamera. Richtig. Ich Richtig. nutze eigentlich nur für Schnappschüsse oder wenn ich wirklich sage, irgendwie so, ich habe jetzt keine Kamera mit, besser wie jetzt gar kein Bild machen von irgendwie was, aber wenn ich vorhabe, ein gutes Bild zu machen, dann nehme ich schon die gute mit. Ja, nee, richtig. Also bei der Handykamera ist es ja so, du hast dein Handy ja eigentlich immer bei dir. Ja. Also, und wie du schon gesagt hast, ist super für Schnappschüsse, für Urlaubsfotos, wenn man jetzt da nicht das große Equipment mitschleppen will oder auch kein zarter Kamera, Handykamera hat man immer dabei. Problem ist halt die Frontkamera. Die ist echt schlecht. Ja, VGA-Auflösung kenne ich noch, stand immer dabei. Aber die ist ja auch Genau. nur für irgendwie so, dass man sich mit Video anrufen kann, gedacht. Und da wird eh nicht Richtig, viel richtig. übertragen. Ich glaube, dafür ist es auch ganz okay. Genau. Aber zum Foto von sich machen taugt sie ja eigentlich auch schon nicht. Richtig, ja. Und auch bei schwachem Licht. Also wie gesagt, ich sehe es ja jetzt an meinem iPhone, das kannst du vergessen. Das, Ja, aber ich glaube, Frontkamera war nie für mehr gedacht wie ein Selfie, wo es richtig. dann im Zweifel nicht drauf ankommt, oder Videotelefonie, wo gar nicht so viele Genau. Daten übertragen werden. Genau, richtig. Ja, mit Das. Licht hatten wir ja eben schon mal angefangen. Da ist die Frontkamera wirklich komplett raus. Und auch die hintere Kamera, also ist bei schlechtem Licht nicht gut. Ja. Kann man nicht empfehlen. Was ich jetzt mal gehört habe, es gibt Apps, die behaupten, sie können Langzeitbelichtung am Handy machen. Was Okay. sie aber eigentlich machen, sind 5 Bilder nacheinander und versuchen, die dann ineinander zu rechnen. Was du dann siehst, wenn du da mit einem Lichtstreifen meinetwegen lang gehst und siehst nachher nur 5 Punkte. Ja. Also die Handys sind nicht mal in der Lage, aus dem Chip so viel mehr rauszuholen. Vielleicht geht das auch vom Handy schon gar nicht. Ja. Also meine Erfahrung ist, lass die Finger von so Kamera-Apps. Besser Richtig. wird's nicht. Richtig, richtig. Ich meine, klar, wenn man jetzt irgendwie mal ein Bild hat, was man auf Instagram hochladen will, wo man denkt, naja, gut, so ein Filter drüber, okay. Aber ich sag auch, also Bearbeitung am Handy, nee. Was hältst du von so Apps wie Photoshop am Handy? Ist ganz okay. Ich persönlich mache es halt einfach am allerliebsten am PC, muss ich wirklich sagen, weil da Ja. habe ich einfach, ich habe mehr Raum. Ich sehe es besser als auf dem kleinen Bildschirm vom Handy und habe einfach mehr Möglichkeiten, weil Stimmt, die Fuddelei.
Richtig, und dann auch mit dem Finger. Und dann ist der Punkt, den du weg haben willst, der ist nicht weg. Ach, stimmt, Und retuschieren. genau, und das ist Oh alles. nee. Nee. Okay, also mal unterwegs einen Schnappschuss noch ein bisschen aufwerten oder sowas. Da kann man so Genau. viel benutzen, aber für mehr. Richtig. Und so Filter mit Instagram, machst du das dann auch mit der App oder machst du das im Zweifel auch mit Photoshop? Da geht das ja auch Nee, in. also ich muss sagen, meine Bilder, die ich hochlade, die sind halt schon qualitativ hochwertig. Da lege ich jetzt nicht nur einen Filter drüber. Also du verhunzt die dann nicht noch hinterher. Nein. Okay. Ja, ich glaube, viel mehr gibt es gar nicht zu sagen zum Handy. Genau, nee. Außer man hat sofort ein Bild, kann es sofort posten, aber selbst Richtig. das kann meine Spiegelreflexkamera auch. Die kann ich nämlich einfach ans Handy schicken Genau. und kann es auch direkt posten. Aber ich sage immer, es kommt immer auf den Zweck an, was will man damit machen? Richtig, Wenn ja. es nur so ein paar Schnappschüsse oder vielleicht ein paar Urlaubserinnerungen sind, dann soll es halt auch reichen. Also deswegen sich jetzt so eine teure Kamera zu kaufen, lohnt ja auch nicht. Meine Spiegelreflexkamera ist jetzt auch nicht billig. Genau, das stimmt, ja. Die kostet einiges. Ja. Aber als schöne Zwischenlösung gibt es so Kompaktkameras. Genau. Richtig, mit der habe ich ja angefangen. Damals die Kammer zum Beispiel. Also sieht man, habe ich gerade letztens, weil eine Kollegin von mir ist jemand ins Auto gefahren und da kam die Polizei und sogar die hatten so eine Digitalkamera, mit denen sie halt dann den Schaden fotografiert haben. Ja. Das halt schon, die ist schön klein, du kannst alles sehen und allerdings ist halt das Problem, dass auch die Akkulaufzeit sehr kurz ist. Das hatte ich bei meiner damals auch, die musste ich ständig aufladen. Ja, oder meine, fünfmal ein Bild gemacht, vor allem mit Blitz und dann ist rum. Richtig, genau, gerade mit Blitz, der zieht Ja, wahnsinnig viel ja. Akku. Das stimmt, ja. Auch bei schwierigen Lichtverhältnissen, das hatte ich auch. Ich habe viele Selbstporträts damals gemacht von mir und ja, da hatte ich auch dieses Rauschen. Also Rauschen ist diese Körnung, die man sieht, wenn schlechteres Licht herrscht und ans Bild rangezoomt wird. Da sieht man so eine Körnung und die ist gerade bei Digitalkameras sehr, sehr stark und es ist nicht so schön. Kommt ja technisch daher, in der Kamera ist ein Fotochip, also ein Chip, der auf Belichtung reagiert. Richtig. Und wenn der halt klein ist, muss der trotzdem das ganze Bild aufnehmen können. Und bei besseren Kameras ist der halt größer. Und das macht so den Unterschied. Beim Handy ist er wirklich sehr, sehr klein. Ja. Und da ist halt, entweder brauchst du mehr Zeit oder mehr Licht. Mehr Zeit Genau. kann zum Beispiel Handy nicht. Kompaktkameras, da geht dann schon so ein bisschen was. Da kann man dann noch rumtricksen, aber wenn du einen Mensch fotografieren willst, der kann ja auch nicht ewig stillhalten. Also, Genau. man hat dann halt Rauschen. Richtig. Aber auch da ist der Punkt, was habe ich vor mit der Kamera? Genau. Also, Dokumentation von einer Baustelle, von einem Unfall, was auch immer. Ja, Die gehen gut, ja. sehr, sehr Auch gut. als. Dafür sind sie auch günstig. Ich weiß gar nicht, was kosten die denn zurzeit? Boah, gute Frage. Sind nicht teuer. 50 Euro, Ja, ne? sowas. Ja. Und Ja, vielleicht sind doch. die auch im Akku mittlerweile besser wie früher. Das kann sein, ja, denke ich auch. Das entwickelt sich ja alles weiter. Genau, nee, also ich muss ehrlich sagen, ich war damals mit meiner, ich war glaube ich hellblau. Oh! mit, ja, nicht pink. Gibt's aber auch. Hatte meine Schwester, wollte sie mir dann verkaufen. Oh je. Nee, also ich muss sagen, dass die schon auch, gerade wenn man sich in das Thema mal reinfinden will, vielleicht, wenn man sagt, naja, ich würde es gerne mal ausprobieren, dann wäre von Anfang so eine Digitalkamera schon echt ganz gut. Man hat ja Einfach auch um. Einstellmöglichkeiten ein paar. Richtig, Also in den nächsten genau. Folgen werden wir ja auch mal erklären, was man so alles einstellen kann mit manuell und so. Genau. Einiges kann man an der Kompaktkamera auch schon machen. Richtig, ja. Und das Problem ist halt, der Sucher und das Bild, also das Bild durch den Ja, Sucher, zwei die Löcher. unterscheiden sich. Ja. Ich hatte sogar damals mit meiner, ich konnte das auf dem Display, konnte ich sehen, hatte die einen Sucher? Nee, ich glaube nicht, ich glaube, die hatte nur Ja, ein manche haben Display. nicht mal einen. Da siehst du nur am Display. Also gerade Genau. diese 50-Euro-Kameras, wo Ja. ja wirklich dann auch an allem gespart werden muss. Richtig, richtig. Aber das hat sich dann irgendwann auch so,
der Schritt weg von der Analogfotografie, irgendwann fingen die Leute an, immer auf die Kamera zu gucken. Und das ist Genau. aber sehr lustig, wenn dann Leute erstmalig eine Spiegelreflexkamera in die Hand kriegen, wo du ja dann doch wieder durch den Sucher guckst und dann, ja, warum ist denn das Display dunkel? Und dann versuchst du mal Richtig. umzuschalten. Aber das ist so komisch an der Spiegelreflexkamera. Ich hab da jedes Mal meinen Spaß mit. Ja, das hatte ich von meinem Papa. Dem habe ich erst immer meine Kamera dann gegeben, weil er gesagt hat: Komm her, ich mach mal ein Bild von dir. So, ja, gut. Ja, gerade so ältere Leute, die müssten es doch kennen von den Analogen früher. Ha! Und der drehte die Kamera dann ständig nach rechts und links und sagte: Also, Nike, Ich ich sehe komme mit nichts. dem nicht klar. Ja, ist faszinierend, ne? Früher war ganz normal, durch den Sucher zu gucken. Durch Kompaktkameras haben sich viele wieder abgewöhnt. Oder halt durch Richtig, ja. Handys. Ach, nochmal kurz zu Richtig. Handys. Was ja noch schlimmer ist, die ganzen Leute, die das Handy, hast du ja hochkant in der Hand, ein Objekt hochkant fotografieren oder noch schlimmer filmen. Da will ich dann immer fragen, nein! Oder hängt dein Fernseher auch hochkant an der Wand? Das ist echt was, da kann ich mich drüber aufregen. Leute, die oder die fangen an zu filmen, hochkant und werden dann quer oder andersrum. Ah! Und du sitzt da und schaust dir dann das Video an, auf einmal musst du so deinen Kopf drehen und denkst so, huch. Ja. Ja, das finde ich auch Da ganz gab es mal furchtbar. vor Jahren April-Scherz zum ZDF. Haben sie eine Sendung gebracht, die hieß Hochkant. Musstest dein Fernseher, damals waren die ja noch dick und breit, musstest du auf die Seite drehen dafür. Das fällt mir immer dazu ein. Leider finde ich nicht mehr sehr viel im Internet dazu. Aber nee, Hochkantbilder auf Handys. Nein. So. Ja, gibt's alles. Gibt's Wir alles. waren bei Kompaktkameras eigentlich Jawohl. und dass die, ja, dass man da Spaß hat, wenn Leute am Display. Wobei, ja, gut. Und wenn sie einen Sucher haben, da wollten wir eigentlich drauf eingehen, dann ist das, was du dadurch siehst, nicht das Bild, was die Kamera aufnimmt. Das ist nur Genau. ein weiteres Loch nach vorne. Richtig. Was aufgenommen wird, ist im Zweifel 3 cm weiter. Richtig, ja. Und wenn man Genau. so guckt, was noch am Rand noch gerade so mit ins Bild rein soll, da merkt man es dann schon, wenn man eh nur was dokumentieren will, da ist das dann auch egal. Genau. Ja, dann wären wir bei der Kompaktkamera ja quasi auch durch, oder? Ja, dann kommen wir mal zu den richtigen Kameras, über die wir hauptsächlich reden werden. Jawohl. Spiegelreflex. Wie ich das erste Mal mit einer Spiegelreflex zu tun hatte, und die macht das Auslösegeräusch. Moment. So, ne? Dachte ich erstmal, warum spielen die denn da über einen billigen Lautsprecher so einen Klick ein? Das war ich noch gewöhnt von diesen Kompaktkameras. Ja, Und dann habe ich genau. irgendwann erstmal gemerkt, ach nee, das ist ja klar, das ist ja der Spiegel da drin, der da so rüberklackt. Das ist so. Also wenn eine ruhige Kamera haben will, der nimmt dann doch lieber das Kompaktmodell und stellt einen Ton aus. Aber Genau. Spiegelreflex, da passiert was drin. Richtig, Ja. richtig. Und fangen wir doch erstmal an, wie die aussehen. Ich finde, die sehen wirklich noch aus wie eine Kamera. Also hinten ich weiß nicht, wie man das nennt, ich würde jetzt mal den Körper nennen oder ja. Genau. Und Also die Kamera selber nennt man auch Body. aha. Ja, hast ja Genau, Body Körper. und Objektiv. Also es ist Genau. quasi, sind ja zwei Dinge, die man miteinander einklickt, sage ich Und mal. Also das die kann man Objektiv. auch einzeln kaufen. Also es gibt zwar immer Richtig. wieder in so Prospekten, dass das Objektiv schon dabei ist. Das Richtig. ist meistens ziemlich dürftig, aber für den Ja. Anfang reicht das schon mal. Aber der Normalfall ist eigentlich, man kann das abmachen oder man kauft es gerade ohne, dann ist da nur ein Deckel vorne drauf und dann Richtig. kauft man sich ein Objektiv dazu, was man gerne hätte. Was man möchte, jawohl, so habe ich es auch gemacht damals, ja. Und wer einsteigen will, der kann auch erstmal mit dem Einsteigerobjektiv anfangen. Das, Richtig. also der Hauptpunkt ist, finde ich, erstmal, wie viel Zoom hat man? Was will man fotografieren? Genau, erstmal die Frage, was möchte ich fotografieren? Und da gibt es ja auch verschiedene Objektive dann. Auf die gehen wir gleich auch noch mal näher ein. Und da kann man ja dann schon mal überlegen, okay, ich möchte Ja, Menschen fangen wir doch damit fotografieren. mal an. Okay. Bei meiner war damals 18 bis 55 stand da drauf. Das ist Standard, ja. Was ist das überhaupt, 18 bis 55? Genau, das ist die Brennweite. Das heißt, dass das Objektiv von 18 mm bis 55 mm gezoomt werden kann. Also 18 mm ist das kleinste, 55 mm ist das
längste oder größte, die größte Zahl, zu der du ranzoomen kannst. Aber auf was bezieht die sich? Wo finde ich diese 18 mm? Kann ich das irgendwo sehen? Die steht auf dem Objektiv oben drauf, also wenn du das Objektiv an die Ja, Kamera das ist anschließt. klar. Aber dass ich irgendwo sehe, ich mache jetzt hier mal 50 raus, das heißt aber nicht, dass ich jetzt 5 cm rausfahre oder doch. Was das angeht, bin ich ein Laie. Gut, also die 55 mm quasi, wenn du die rauszoomst, irgendwo hat ja dann das Objektiv, kannst ja nicht mehr weiter rausfahren. Ich glaube, du siehst es sogar auch in der Kamera. Also wenn du durch den Sucher guckst, ich weiß nicht, ob das bei dir, bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich dann sehe, okay, jetzt bin ich bei Nee. 70 mm oder Nee, vielmehr in ich sehe unserem es nur Fall. außen drauf. Okay. Also vielleicht sage ich erstmal, was ich hier überhaupt habe. Ein Tamron-Objektiv. 18 bis 200 habe ich hier drauf. Das habe ich mir irgendwann damals für meine erste Spiegelreflex gekauft. Der wurde mir nämlich empfohlen, nimm ein Reiseobjektiv. Das ist eine Mischung aus Tele und Normal. Ist auch etwas günstiger und man kann so das Allermeiste damit machen. Ich wollte halt damals Züge fotografieren und manchmal kam ich halt nicht dicht genug ran, also brauchte ich ein bisschen mehr Zoom, wie das dieses Anfängermodell, was dabei war. Richtig. Und naja, von 55 bis 200, das ist schon mal. Das ist gut. Ich hatte auch mal einen ganz kurzen Teleobjektiv, das habe ich dann aber wieder zurückgeschickt. Das hatte nämlich nur Tele. Okay. Und ich hatte Mühe, die Katze im Baum zu fotografieren und kam nicht weit genug auf den Boden. Ja. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit den verschiedenen Objektiven an, was es da so gibt. Ja. Wie du schon gesagt hast, das Teleobjektiv. Das ist zum Beispiel, wenn man entfernte Dinge nah ranholen kann, zum Beispiel als Beispiel im Zoo, wenn ein Riesengehege ist und ganz hinten unterm Baum liegt der Tiger. Also ist dafür gedacht, um Sachen, die weit weg sind, dich daran zu holen. Richtig, genau, jawohl. Aber in der Regel, ein reines Teleobjektiv kann nur weit weg ranholen und ist für Dinge, die nah sind, eigentlich nix. Richtig. Also Mensch Richtig. fotografieren, ja, dann muss er aber auch ein ganzes Stück weit fortlaufen. Genau. Also ist das Tele nur wirklich für entfernte Dinge. Jawohl. Hast du eins? Richtig. Ich selber habe eins, ja, dadurch, dass ich Pferde fotografiert habe und halt auch mal ein Pferd im Galopp zum Beispiel, was ja auch, Pferd weißt du ja nie, wo es hinrennt, so ungefähr. Du kannst zwar so ein bisschen steuern, aber ich habe dann auch gesagt, okay, es muss jetzt nicht direkt vor mir galoppieren, es kann ruhig ein bisschen weiter weg galoppieren. Und dafür nutze ich tatsächlich sehr, sehr gerne ein Teleobjektiv. Oder auch für Porträts im Bereich Pferdefotografie, weil man mit dem Teleobjektiv einfach auch die Möglichkeit hat, dass man gerade Pferde von den Proportionen her sehr gut darstellen kann mit einem Teleobjektiv. Ja. Genau. Das ist dann nicht so verzerrt und ja, sieht halt, also wenn man jetzt einen Weitwinkel zum Beispiel nimmt für ein Pferd, das sieht nichts aus. Ja, Also da Weitwinkel ist dann stimmt. das Gegenteil davon. Genau, richtig. Also, wenn man jetzt meinetwegen an der Mosel oben auf dem Berg steht und will die komplette Moselschleife drauf machen, kriegt man mit einem normalen Objektiv schon Schwierigkeiten. Da kann man mit einem Weitwinkelobjektiv dann wieder mehr drauf kriegen. Richtig. Ganz genau. Hatte ich Zum nämlich den Beispiel. Fall. Es ging gerade so nur drauf und dachte, jetzt ein Weitwinkel. Ja, zum Beispiel habe ich auch eins, ein 35 mm Objektiv. Zum Beispiel bei Hochzeiten gut, wenn man eine große Gruppe hat Ah, ja oder klar. wenn man, ja, ich sag mal, hinten im Kircheneingang steht und möchte Gäste und Brautpaar drauf haben. Da kann man schon mit dem Weitwinkelobjektiv sehr gut arbeiten. Also muss man sich jetzt vorstellen, Trichter vorne auf die Kamera. Genau. Alles, was ganz weit weg ist, wird alles ganz dicht zusammengeholt. Richtig. Aber das verzerrt dann nicht dabei, oder? Doch, schon. Okay. Also schon. Ja, gerade ein Fisheye-Objektiv ist ja ein Ultraweitwinkel. Da gibt es ja Ja, auch diese. Fischei, das ist.
Das ist ein spezieller Schliff, oder? Genau, richtig. Und das finde ich ganz schlimm. Aber der ist ja auch, das ist ja dann wieder darauf angelegt, dass es verzerrt. Da kann man ja ganz tolle Effekte mitmachen. Also wenn man da googelt, Richtig, richtig. Also Fisheye-Effekt, das ist ja, dann. wer's mag, ist schön. Ich mag's halt gar nicht. Ich mag auch den Effekt nicht so wirklich, aber Aber Effekte, sag ich immer, kann man auch hinterher drauflegen. genau. Und hat Genau. man nachher noch die Wahl, ob ich es verhunze oder nicht. Richtig. Also Tele, um dich dran zu holen, Weitwinkel, um möglichst viel drauf zu kriegen. Jetzt gibt es aber auch noch den Fall dazwischen. Jawohl, das Da Porträtobjektiv. ist dann, ja, was hast du da oder was benutzt du da? Ich habe einmal ein 85 mm. Also ein Porträtobjektiv ist ein Objektiv zwischen 50 und 105 mm. Aha. Genau, das sind die typischen Porträt Objektive. Bei 50 mm fängt es quasi an. Man sagt immer, das 50 mm ist so das Joghurtbecher-Objektiv. Das Joghurtbecher. gibt es sowohl von Canon als auch von Nikon zum Beispiel. Ja, das ist so das Einsteigermodell, ist viel mit Plastik auch verbaut, deshalb so das kleine Joghurtbecher-Objektiv. Mit dem hatte ich damals bei der Canon angefangen. Und das Schöne ist allerdings bei den Objektiven, je weiter der Hintergrund entfernt vom Motiv und je höher das Objektiv von der Brennweite, also jetzt zum Beispiel ein 105 mm im Gegensatz zu einem 50 mm, ist bei dem 105 mm der Hintergrund viel verschwommener und viel schöner, sage ich jetzt mal. Also das Motiv ist auch viel schöner freigestellt als beim 50 mm. Ach, ich dachte, das macht man alles über die Blende hinterher, also durch Einstellerei. Kann man auch, ja, aber das ist zum Beispiel auch ein kleiner Trick Also mit dem wenn ich jetzt eine Objektiv. Landschaft fotografieren will, ist das zum Beispiel dann gar nichts, weil dann ist der Baum scharf und dahinter ist alles verwaschen. Das ist für wirklich Porträts dann auch gedacht. Da Genau, geht es ja dann um die genau. Person. Genau, richtig. Richtig. Also du kannst natürlich auch ein Porträtobjektiv für eine Landschaft nehmen. Allerdings würde ich da dann tatsächlich mit der Blende arbeiten. Richtig. Ja, was gibt's noch? Ich habe ja dieses Reiseobjektiv. Habe ich mir da Quatsch erzählen lassen oder ist das wirklich so? Das ist so der, das für alle Gelegenheiten. Nee, das war was? Ein 18-200? 18-200, ja. Ein Kumpel von Ja. mir, der hat noch 18 bis 300 sogar. Das war Ja. nur so viel mehr teurer, dass ich dann gesagt habe, okay, nehme ich das erstmal um. Ja, genau. Nee, also da hast du wirklich alles drin. 18 mm ist ein Weitwinkel. Ab 50 mm fängt die Porträt an und 200 mm ist ein Tele. Also das ist top. Auf jeden Fall. Ja, ich habe selber noch ein 70-300, das man dann auch sowohl als Porträt als auch als Tele nehmen kann, nutzen kann. Das habe ich auch viel für die Pferdefotografie genutzt. Ich selber fotografiere halt am allerliebsten mit Festbrennweiten. Das heißt, ein Objektiv, was nur eine hat, oder? Nein, Festbrennweite heißt, da ist kein Zoom. Also das sind zum Beispiel 85 mm feste. Ja. Heißt, du musst hin und her laufen, du kannst es nicht näher ranholen. Hat den Vorteil, dass es einfach lichtstärker ist, dass von der Blende her einfach ja, du viel, viel mehr Möglichkeiten hast, dass mehr Licht in die Kamera fällt. Und ja, dass du einfach mehr freistellen kannst, den Hintergrund noch unschärfer machen kannst. Aber das erkläre ich gleich noch. Also du machst dann das wirklich alles mit Abstand bei dem, also indem du Richtig. dich der Person näherst, die du gerade Genau. porträtieren möchtest. Genau, ist noch ein bisschen Sport mit dabei. Ja, das ist fast wie beim Handy, da hat man ja auch nicht wirklich Zoom. Da hat man Richtig. das, was man sieht, und wenn man zoomt, wird scheiße, also zoomt man nicht. Mal grob verglichen. Das stelle ich mir ziemlich komisch vor. Dann lieber so. Aber gut, ich bin auch kein Profi. Im Gegensatz zu dir. Ja, Objektive, die wechselt man. Das geht Richtig. recht einfach. Knopf drücken, einmal halb drehen, hat man schon in der Hand. Genau. Genau. Und ja, wie bewahrst du die auf? Hast du da richtig eine Kiste oder eine Tasche für? Ich bewahre meine Kamera und meine Objektive in einem Fotorucksack auf, genau. Und habe sogar die Objektive, die ich
seltener nutze, da habe ich sogar die Originalverpackung noch. Die Aber das bewahre ich schleppst du auch dann immer da mit drin. rum. Aber gut, wenn du extra einen Fotorucksack. Nee, also die Objektive, die ich jetzt fürs Shooting zum Beispiel nicht brauche, die habe ich zu Hause im Schrank, Ach so. in der Originalverpackung. Aber die ich mitnehme, also ich überlege mir dann schon vorher, okay, welches möchtest du heute benutzen? Möchtest du heute, was machst du heute? Machst du heute ein Porträt-Shooting oder machst du heute ein Shooting, wo du ein Teleobjektiv brauchst? Und demnach packe ich meine Kameratasche, da passen, lass mich überlegen, 4 bis 5 Objektive rein plus Kamera. Also es ist schon ein recht großer Fotorucksack und da kannst du noch eine Flasche Wasser und eine Jacke zum Beispiel mitnehmen. Das ist Also der. extra für Fotografen angepasst, oder? Richtig, genau. Aha. Genau, es gibt auch Taschen, die du dir umhängen kannst. Die sind halt oft sehr klein, also da passt meist nur ein Objektiv mit Kamera rein. Ich habe mich halt damals für einen Rucksack entschieden, weil ich einfach es schön fand, dass du einfach wahnsinnig viel mitnehmen kannst und dann halt auch wechseln kannst. Und den Rucksack habe ich auch schon seit, boah, 6 Jahren, glaube ich jetzt, 6, 7 Jahren. Ja, sowas hält ja dann auch. Ja, und der ist wasserdicht sogar, also mit dem bin ich sehr, sehr zufrieden. Ja. Gut, und dann wechselst du auch unterwegs mal ein Objektiv. Richtig, ja. Also das ist tatsächlich auch darauf ausgelegt, dass man Genau. das unterwegs mal eben machen kann. Muss man da irgendwas beachten? Wahrscheinlich, dass kein Dreck dann rankommt. Ja, genau, und dass man nicht falsch dreht. Ja, Also, nach wenn fest man die kommt falsche ab. Richtung. Bitte? Nach fest kommt ab. Genau, also wenn man die falsche Richtung dreht und dann denkt, es ist dran und dann loslässt und es dann runterfällt, das wäre nicht so schön. Was ich manchmal habe, dass wenn ich Objektiv mal ab hatte, dass dann irgendeine Fehlermeldung kommt, dass wahrscheinlich die Elektrokontakte nicht richtig, dann meist noch mal ab und wieder dran und dann geht's. Okay. Ist das häufiger oder? Hatte ich selber jetzt noch nicht. Ich hatte es halt auch mal genau in dem Moment, wo dann irgendwie der Sonderzug kam. Ja, nee, Fehler. Oh. Oh! Das ist Scheiße. ärgerlich, ja. Ja. Probefoto ist wichtig, auch im letzten Moment vorher nochmal, auch wenn man es eh Genau. löscht. Genau. Mache ich auch immer vorher. Bei jedem Shooting mache ich erstmal, schaue ich erstmal, wie das Licht steht, woher das Licht kommt, was ich einfangen möchte mit dem Licht. Also Ja. machen wir auch nochmal eine extra Ja, ich Folge. glaube, Licht, da hört es ja dann, da geht es ja richtig los. Genau. Da lerne ich im Moment auch noch sehr, sehr viel drüber, weil das fasziniert mich auch sehr, das Thema Licht, ja. Ja, werden wir auf jeden Fall mal drüber reden in einer der nächsten Folgen. Denn Jawohl. ohne Licht kein Bild. Also ein Richtig. Bild ist ja eigentlich Licht, wenn man es mal so Genau. will. Genau. Festgehaltenes Licht, was in dem Moment auf den Fotochip kam. Richtig. So, jetzt Genau. gehen wir mal zur eigentlichen Kamera. Ja. Achso, was zum Objektiv noch zu sagen wäre. Ein Deckel lohnt sich natürlich und eine Gegenlichtblende. Eine Gegenlichtblende ist eigentlich nur so eine Art. Es ist ein Plastikding, was vorne drauf ist. Ich finde, es nutzt zwar eigentlich nichts bei Gegenlicht oder bei Streulicht, aber wenn man die Kamera mal wogegen haut, versehentlich, ist das Objektiv nicht danach kaputt. Genau. Also allein deswegen habe ich das, wenn ich draußen rumlaufe, meinetwegen in der Natur oder sowas, oder habe sie auch vorm Bauch hängen, immer diese Lichtblende, das ist ja wie so eine Krone aus Plastik eigentlich dran, Genau. als Schutz für mein Objektiv. Das kostet weniger Euro, ist sehr zu empfehlen, gerade wenn man draußen viel macht. Macht viel aus, auf jeden Fall, Ja, ja. ist auf jeden Fall billiger wie ein neues Objektiv. Allein Richtig. deswegen. Und der Objektivdeckel schützt halt auch vor Staub. Vor Kratzern vor Und allen vor Dingen. Dreck. Ja. Genau. Wenn mal Genau. Kratzer drauf ist, ist halt scheiße, dann kannst du eigentlich fortwerfen. Ja. Oder Genau. ein Kumpel hatte dann mal, also mit dem ich damals angefangen habe zu fotografieren, das Phänomen, er hatte irgendwie ein Staubkorn da reingekriegt, was aber Ah. nur bei bedingten Lichtverhältnissen zu sehen war auf dem Bild. Okay. Es war halt immer an der gleichen Stelle ein Punkt, wo nicht nachher irgendwann unsere Bilder auseinanderhalten. Ah ja, nee, da ist der Punkt drin, das ist von ihm. Das ist von dir. Ja, genau. Ist halt dann ärgerlich, aber es war nicht immer zu sehen. Es Ja. war dann ein bisschen, ja. Aber das war auch noch das ein Anfängerobjektiv. Er hatte sich später das gleiche gekauft, wie ich ja jetzt noch Okay. habe. Ja, cool. Ja, gehen wir mal zur eigentlichen Kamera. Ja. Objektiv ist ja vorne dran. Ist das eigentlich herstellerübergreifend, dass die passen? Oder wenn ich Nein. jetzt. Nee? Nein. Wenn du jetzt sagst, du kaufst dir eine Nikon, fotografierst mit der und möchtest aber deine Canon, musst du einen kompletten Systemwechsel machen. Ah, also will man da den Kunde gern an sich binden und Genau, hat das nicht genau. standardisiert.
wie man es eigentlich gern hätte. Nee, aber ich muss sagen, also es sind ja, gibt ja viele Verfechter, die sagen, oh, ich gehöre zu Nikon, ich hasse Canon oder ich verachte Ja, Canon das ist und so furchtbar, echt. genau, So ein Autokleinkrieg. ich muss sagen, ich finde, jede Kamera hat ihren Reiz, egal von welcher Marke. Klar, es gibt bessere und schlechtere, aber ich selber nutze eine Nikon im Moment. Meine nächste, ich sag's einfach, wie es ist, wird wahrscheinlich eine Sony. Oh. Einfach, weil die mich wahnsinnig reizt. Weil die auch unter anderem nochmal ein extra Stabilisator, ein Bildstabilisator in der Kamera drin hat. Die gibt es zum Beispiel, um es nochmal zu sagen, auch bei den Objektiven, gerade die Teleobjektive oder auch die Porträtobjektive, die haben nochmal einen zusätzlichen Bildstabilisator. Das heißt, wenn du von Hand fotografierst und viel verwackelt, ja, das Objektiv gleicht einfach diese Verwacklungen aus. Und genau, das hat die Kamera halt einfach drin. Und das fand ich richtig, richtig gut, wo ich gesagt habe, oh ja, das wäre eine Überlegung wert. Alternativ Stativ nehmen. Richtig, richtig. Da ist dann natürlich auch fest Stativ, werden wir auch noch mal zu kommen, wenn wir gerade um so Dinge wie Langzeitbelichtung mal irgendwann drüber sprechen. Da ist Stativ ja eigentlich unumgänglich. Genau, ja. Also wenn die Kamera ruhig sein muss, das kriegt man nicht gehalten, auch wenn man Nee. das denkt. Ja, nee, man hat ja trotzdem immer einen kleinen Zitra mit der Ja. Hand dabei, je nachdem, auch wenn man ein schwereres Objektiv oder eine schwerere Kamera, einen schwereren Body hat, die kriegt man freihand nicht Nee. so wackelfrei, sage ich jetzt mal, als ein Stativ. Vor allem so Spinner, die dann einen halben Meter Objektiv vorne dran haben. Und Ja. am Stativ nochmal ein extra Halter fürs Objektiv ist, weil es vorne. Ach Leute. Nee. Ne? So Leute gibt's auch. Braucht man nicht viel zu sagen, glaube ich. Nein. Was haben die denn da eigentlich dran? Ist das irgendwas? Das kann doch Ich nicht Super Tele 1000 Millimeter sein, oder? sag ganz ehrlich, ich habe das so, glaube ich, noch gar nicht gesehen oder es fällt mir jetzt einfach Oh, gerade dann nicht gehen wir ein. Züge fotografieren. Okay. Da habe ich das schon relativ häufig gesehen und denke, mein lieber Herr Gesangsverein, das muss man doch auch alles schleppen. Also ich habe einen Bandscheibenvorfall oben am Hals. Wenn ich die Kamera eine Stunde umhabe, dann reicht mir das aber dicke. Dann habe ich Ja. da Schmerzen, das ist dann auch nicht mehr lustig. Wenn ich mir dann vorstelle, da einen halben Meter Glas vorne dran hängen zu haben. Ja. Nee, das brauche ich nicht. Ja. Meinst du diesen kleinen Schuh, den die am Objektiv haben, oder haben die Nee, nee, richtig noch einen? das sind wirklich Objektive von 30 bis 50 Zentimeter Okay. Länge. Und da Also, ist noch ein Stativ drauf. ja, manche Stative haben nochmal einen extra Arm oder irgendwie sowas, habe ich Okay. schon gesehen. Es ist ja Okay. auch wieder Gewicht, was dann alles an der Kamera zerrt. Ein natürlich, Irgendwann klar. ist das auch mal vorne verschlissen, wenn das da ständig mit, weiß nicht, 2 Kilo dranhängt. Ist halt auch nicht gesund für die Nee, Kamera. das stimmt. So, Hi. ich mache jetzt mal an hier. Und wir wollen uns jetzt die Kamera mal ein bisschen vornehmen, was man hier machen kann. Also, es hat eigentlich jede Kamera oben so ein Einstellrad. Genau. Und da steht normal ein grünes A. Und das ist der Automatikmodus. Und den benutzt ihr bitte nicht. Na Nach doch, dieser also, Podcast bitte nicht ja, mehr. auch da wieder zu gesagt, kommt immer drauf an, was ihr machen wollt. Wenn ihr jetzt irgendwo euren Ausflug durchs Mittelrheintal macht und wollt mal ein schönes Bild von der Burg machen oder was auch immer und wollt nicht groß rummachen, wollt einfach nur ein Bild machen, ist der Automatikmodus natürlich völlig in Ordnung. Direkt Richtig. unterm Automatikmodus ist häufig nochmal Automatik ohne Blitz. Genau. Wenn überhaupt, benutze ich in der Regel den. Denn Blitz, da werden wir auch nochmal drüber sprechen. Erstmal zieht es furchtbar Akku. Bei Tageslicht bringt es eh nichts, im Dunkeln eigentlich auch nicht und bei Porträt vielleicht, aber Blitz ist. Ich benutze ihn sehr, 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 sehr selten, sagen wir es mal so. Ja. Du wahrscheinlich häufiger, oder? Nee, ich muss ehrlich sagen, nein. Ja, Ich werde mich in die Thematik Blitz jetzt ein bisschen rantasten, auf jeden Fall, auch mit dem Thema Lichtgestaltung.
jetzt nicht Umgebungslicht, sondern eher Lichtgestaltung im Sinne von, gibt es ja auch verschiedene Dauerlichte zum Beispiel. Da werde ich mich auf jeden Fall jetzt auch mal reinfuchsen. Aber ich persönlich arbeite dann lieber mit Umgebungslicht draußen und einem Reflektor. Ja, also ich glaube, da werden wir in der Folge Licht dann nochmal drauf eingehen. Wann macht ein Jawohl. Blitz Sinn? Ganz kurz gesagt, im Zweifel drinne. Genau. Ja, aber gut, Blitz. Ja, Automatikmodus. Du benutzt ihn wahrscheinlich auch nur für so mal irgendwie vielleicht Urlaubsbilder oder? Ich benutze ihn gar nicht mehr. Gar nicht, okay. Seit ich manuell fotografiere, benutze ich den Automatikmodus überhaupt. Außer die Fokussierung. Da Ja. lasse ich das Objektiv selber fokussieren, weil wenn du jetzt eine Blende hast von 1,8, wo nur ein ganz, ganz kleiner Teil scharf ist, das geht wahnsinnig auf die Augen. Okay, Blende, Und irgendwann. darüber werden wir dann auch nochmal sprechen in der Folge, Genau. wo es um die ganzen Einstellungen geht. Die gehen wir aber Definitiv. mal grob durch. Also was meine Kamera zumindest hat, ich nehme aber mal an, das haben die meisten, das sind so teilautomatische Einstellungen. Das heißt hier Richtig. bei mir Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik, ja gut, und dann ist alles Automatik. Wenn ich Züge fotografieren gehe, nutze ich zum Beispiel die Blendenautomatik. Da stelle ich dann eigentlich nur noch ISO ein und die Belichtungszeit und das mit der Blende macht er alles automatisch. Genau. Was hältst du von, es gibt ja jetzt auch hier noch diese Zeitautomatik, da macht er irgendwas anderes von selber. Genau, die Belichtungszeit. Was hältst du von solchen Einstellungen? Ist für den Anfang sehr gut. Also für den Anfang, um sich einfach mal mit der Kamera auseinanderzuhalten, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt keinen Automatikmodus mehr verwenden und möchte mal gucken, was die Kamera noch so für Einstellungsmodi hat. Mit denen habe ich ehrlich gesagt auch angefangen nach dem Automatikmodus. Aber ich muss sagen, diese Programme, also die genaue Erklärung, habe ich für die nächste Okay, Folge. dann werden wir da auch mal rangehen. Genau. Grob gesagt, also die mit der Blendenautomatik, die ich viel verwende, kann man schon recht gut und ohne wenig drüber nachzudenken schon mal was anfangen. Genau, ja. Und ich glaube, so Dinge wie jetzt hier Sportmodus braucht man nicht viel zu sagen. Das sollt ihr irgendwann ohne hinkriegen. Sagt halt, er macht kurze Belichtungszeiten, aber sie sind meistens doch zu lang, wie man sie eigentlich brauchen kann. Genau. Was habe ich jetzt hier noch? Nahaufnahme oder Makrofotografie? Kann man das gebrauchen oder macht man das auch besser irgendwie manuell? Kann man, ja. Da würde ich aber sagen, gibt es auch extra Makroobjektive zum Beispiel. Da ist dann auf dem Objektiv, um nochmal kurz auf die Objektive zurückzukommen, eine Einstellgrenze, die sagt, bis da und dahin, also bis zu dem und dem Abstand, kriegst du das Bild noch scharf, wenn du zum Beispiel jetzt einen Schmetterling oder eine Biene auf einer Blume fotografieren möchtest. Und wenn du, desto näher du rangehst, wird es halt einfach nicht mehr scharf. Da weiß die Kamera dann nicht mehr, ja, vom Abstand her, ja, hat sie einfach dann die Einstellung nicht mehr, dass es scharf wird. Was ich mir mal angewöhnt habe, für nahe Dinge ein bisschen wegzugehen, aber dann mit viel Zoom kriege ich schärfer, wie direkt dran zu gehen. Ja, geht auch. Ja. Genau. Aber wie gesagt, ich habe halt nur so dieses Reiseobjektiv. Ja. Und wenn ich eine Blume knipse, dann einen Schritt zurück und dann mit Zoom. Genau. Ja, ich glaube, das ist eigentlich so der Hauptteil von diesem Drehrädchen da vorne. Ja. ISO ist meistens nochmal extra. Genau. Da werden wir zwar auch in der nächsten Folge drüber sprechen, aber kurz ansprechen sollten wir schon. ISO ist Lichtempfindlichkeit, oder? Richtig, jawohl, genau. Wie sensibel der Sensor, der in der Kamera ist, auf das Licht reagiert. Das heißt, Genau. wenn dickfett Sonne scheint, also viel Licht da ist, braucht er weniger reagieren, wie wenn es fast dunkel ist. Genau. Um es Genau. mal grob zu sagen. Genau. So, dann haben wir hier noch so Sachen wie ein Weißabgleich, Automatikfokus. Ja, Fokus kann man nochmal anfangen. Ja. So, jetzt nehme ich die Kamera und will jetzt mal hier, ich will jetzt mal meine Uhr hier fotografieren. Halte sie mir, achso, vielleicht einen Deckel ab. Das kenne ich. ja, ach, jetzt ohne Blitz, wo ist denn der noch eingestellt hier? So. Jetzt halte ich mir das Objektiv hin und die Uhr ist natürlich noch unscharf.
Wenn ich jetzt drauf drücke, versucht das scharf zu stellen. Jetzt passt das schon halbwegs. Das nehme ich so. Hört man hier. Jetzt versucht er einzustellen. Der misst irgendwie die Entfernung und versucht dann scharf zu stellen. Oder wie kann man das? Genau. Also er versucht, also du drückst ja den Auslöser halb durch, ja, damit er fokussiert. Weil wenn du ihn gleich ganz durchdrückst, macht die Kamera ja das Bild. Also und drückst den Auslöser halb durch und dann schaut er nach der Entfernung und kann somit errechnen, okay, das und das möchte, soll jetzt scharf gestellt werden. Und anhand dessen, stellt er dann scharf. Und das klappt eigentlich auch ganz gut, finde ich. Ja. Nicht jetzt, immer. Nee, nicht immer, klar. Jetzt gibt es am Objektiv ja meistens so einen Schalter, Automatik oder manuell, da kann man dann selber scharf stellen. Richtig. Hast du damit Erfahrungen? Ja, wie gesagt, nutze ich selber nicht. Kann man machen, also wie gesagt, bei einer kleineren Blende, ist es ja sehr, sehr schwer fürs Auge, dann noch zu sehen, okay, welcher Bereich ist jetzt scharf und welcher Bereich ist... Vor allem der kleine Sucher, du drehst nur einen Hauch zu weit, es sieht auf den ersten Blick scharf aus und dann machst du das Bild, zoomst dran und merkst, nee. Oder schaust am Computer und denkst, oh nein, das Bild ist so schön, aber der Fokus sitzt einfach nicht. Ja. Was ich aber häufiger mache, wenn ich Langzeitbelichtungen mache, da verhaut er mir dann manchmal im letzten Moment, fängt er dann wieder neu an, sich da einzupegeln. Okay. Ich mache auf Automatik auf der Kamera, stelle mir scharf, schalte den Schalter auf manuell und fasse vorne bloß nichts mehr an. Dann habe ich ja noch auf manuell, aber habe die Einstellung, die er sich doch selber geholt hat und mache dann quasi, gehe wieder zurück auf Blendenautomatik und dann quasi mit manuellem Fokus, den er ja vorher eingestellt hat, aber dann quasi fest ist. Dafür finde ich, kann man es ganz schön benutzen, ja, wenn es sich nicht mehr bestellen darf. Ja, es gibt sogar auf der Kamera, also bei vielen, ich weiß jetzt gar nicht, ob es bei allen ist, einen Knopf, da kannst du den Fokuspunkt, den du dir gerade ausgesucht hast und auf den du scharf gestellt hast, kannst du speichern. Und kannst dann die Kamera, wenn du sagst, nee, der Bildschnitt gefällt mir zum Beispiel nicht, ich möchte rechts oder links oder oben oder unten noch ein bisschen mehr oder weniger drauf haben, kannst du den Fokuspunkt speichern. Sollte allerdings am besten bei einem Objekt sein, das sich wenig bewegt. Ja, ja, klar. Und da kannst du dann, wie gesagt, den Fokuspunkt speichern und dann einfach nochmal den gewünschten Bildschnitt wählen und dann das Foto machen und er hat es gespeichert und genau das, was du scharf haben möchtest, ist dann auch scharf. Okay, also meine kann das nicht, aber ihr habt ja eben gehört, wie ihr das machen könnt, wenn eure Kamera das nicht hat. Genau. So mit dem Trick Automatik und mal schnell einstellen und dann auf manuell schalten. Jawohl. Ja, ansonsten haben wir hier noch Selbstauslöser, ich glaube, da brauchen wir nicht viel zu sagen. Nee, genau. Das wird beim Langzeitbelichtung nochmal interessant, dass wenn man nämlich vorne abdrückt, die Kamera ja noch leicht am Wackeln ist. Kann man damit umgehen, dass man Selbstauslöser auf 2 Sekunden stellt, drückt drauf und hat dann die Kamera garantiert nicht mehr in der Hand. Richtig. Dafür ist er nochmal wichtig. Und ansonsten, wenn man sich halt selber fotografieren will, aber ich denke, das kennt jeder. Genau. Ja. Jetzt hat die Spiegelreflexkamera aber noch einen Hauptvorteil zu so Kompaktkameras und zu Handys sowieso. Nämlich das Abspeichern. Normal kennt man ja JPEG als Fotoformat. JPEG ist aber eigentlich ein Scheißformat. Das merkt man gerade so, wenn man das ein bisschen komprimiert. Dafür ist es ja ganz gut, auch hier wieder gesagt, für jeden Zweck das Passende. Und JPEG kann man auch mit guter Qualität speichern. So ist eigentlich nicht schlecht. Aber wenn man nachbearbeiten will, gerade so Sachen mit Helligkeit von Objekten weiter hinten, hat man bei einer JPEG-Datei nicht mehr groß die Möglichkeit, da noch so viel rauszuholen. Richtig. Und da können Spiegelreflexkameras ein RAW-Format, also die Rohdaten, die vom Fotochip kommen, direkt wegspeichern. Genau. Führt halt dazu, dass so ein Bild halt mal 30 Megabyte groß ist, aber wenn man es nachher nachbearbeiten will, ist es ja dann auch egal. Genau, man hat einfach mehr Spielraum, keinen Qualitätsverlust beim Nacharbeiten. Ich mache es zum Beispiel so, dass ich doppelt speichere, einmal in JPEG und einmal in RAW. Hat einfach den Vorteil, dass ich mir die JPEG-Bilder am PC anschauen kann.
mir anschauen kann, okay, wie ist das Bild geworden? Ist es so, wie ich mir es vorgestellt habe? Oder sitzt der Fokus zum Beispiel nicht? Und kann dann das RAW zum Beispiel nehmen und kann es dann bearbeiten. Weil wenn man jetzt zum Beispiel nur in RAW fotografiert, ist es so, dass man da zum Beispiel nochmal ein extra Programm zum Anschauen braucht. Geht auch, ich mache es aber lieber so gut. Ich habe auch eine Kamera, die hat zwei Speicherkarten. Da kann ich Och, jo. Auf einer, Was halt genau, gibt. Ja, da kann ich auf einer die RAWs speichern und auf der anderen die JPEGs und kann dann eine Speicherkarte zum Bearbeiten nutzen und die andere zum Anschauen oder. Geht dann halt auch schneller am Rechner, um mal durchzugucken, um sich aus seiner Fototour nachher von jedem Objekt meinetwegen eins auszusuchen, das Beste. Man hat genau. dann 20 Stück von einem, dann hat man halt schneller die JPEG und die heißt dann ja gleich. Dann nimmt man sich genau. dann die RAW-Datei weg, kann die nachher bearbeiten. Richtig. Aber was ich halt auch manchmal das Problem habe, wenn man jetzt innerhalb sehr weniger Zeit, ich sage jetzt mal 2 Sekunden, 20 Bilder machen will, kommen manche Kameras nicht hinterher mit dem Wegspeichern. Ja. Da sollte man sich gut überlegen, macht man das doppelt oder macht man dann vielleicht nur RAW? Genau. Und ein bisschen Disziplin beim Ausdrücken, beim Auslösen kommt dann ja auch noch dazu. Habe ich ja. zum Beispiel beim Zugfotografieren, wenn ich da erst total viel Bilder mache und dann ist das eigentliche Objekt oder das Motiv dann so an der Stelle, wo ich es gern hätte, dann ist er mit Speichern beschäftigt, ist halt blöd. Dann Richtig, kriegst du ja. halt kein Bild mehr. Richtig. Aber da du langsame Dinge fotografierst, kommt es auf Sekunden nicht an. Genau. Und da kann man doppelt wegspeichern. Das mache ich, wenn ich Landschaftsbilder mache auch. Ja, genau, da kann man das auch gut machen. Ein Speicherplatz ja. ist wirklich kein Argument mehr. Also eine Speicherkarte, nee. Was kostet die? 10 Euro und hängt im Aldi an der Kasse. Ja, gut, ich... Ja. Oder so, ne? Also mal grob ja. gesagt. Und nachher löscht man es ja weg. Also ich hebe jetzt Richtig. Auch nur bei nicht bei einzelnen Bildern nur die RAW-Dateien auch mal auf hinterher. Ja. Ansonsten, wenn man es nachher aber bearbeitet und als gutes JPEG wegspeichert und hat nachher vielleicht 10 Megabyte pro Bild oder sowas, genau. Dann ist es ja hinten raus auch nicht mehr so viel. Genau, genau. Ja, hast du noch was? Ich finde, das war schon sehr umfangreich heute. Ja, das war sehr, sehr umfangreich. Nee, also ich wäre fertig ja. mit meinem, was ich sagen wollte. Dann bedanke ich mich bei dir. Das war sehr Automatikmodus, gern. Die erste Folge. Es ging heute um Kameras. Demnächst, genau. in der nächsten Folge geht es dann um ja, die ganzen manuellen Einstellungen und natürlich noch viele weitere Folgen über Licht und sowas. Ich bedanke mich bei dir, Nike. Ja, sehr, sehr gerne. Hat mich gefreut. Mein Name ist Gregor Atzbach. Empfehlt diesen Podcast weiter, bewertet ihn in so Podcast-Portalen wie iTunes oder lasst uns vielleicht ein Dankeschön da, automatikmodus.de. Mach's gut, tschüss. Ciao. Das war Automatikmodus, ein Podcast über Fotografie. Produktion podcastlabel.de. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, automatikmodus.de/spenden.